Warum Joggen dich dick macht? Joggen kann dich wirklich dick machen. Wenn du zu viel Sport machst und abnehmen willst, dann kann es ein Problem geben. Und ich verrate in diesem Video, woran das wirklich liegt. Wenn die Leute abnehmen wollen, dann sehe ich extrem viele, die dann irgendwie draußen joggen gehen, die extrem viel Sport machen, die Fahrrad fahren. Das heißt, das Video gilt für alle diese Sportarten. Und dann gibt es ein großes Problem. Die Leute erwarten, dass sie dadurch Fett verbrennen. Und das ist nicht der Fall. Du wirst nicht durchs Joggen Fett verbrennen. Du verbrennst Kalorien. Das ist ein großer Unterschied. Zwischen Fettverbrennen und Kalorienverbrennen besteht ein großer Unterschied. Fettverbrennen heißt wirklich, dass das Bauchfett weggeht. Und das kannst du weder gezielt durch Joggen noch durch irgendwelche anderen Sachen. Kalorienverbrennen kann Sport schon. Man muss es aber mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Denn ich stelle fest, erfahrungsgemäß, dass es extrem große Mythen da draußen gibt und dass irgendwelche Influencer, irgendwelche Magazine ziemlich viel Quatsch erzählen, was das Thema angeht. Das heißt, sie zeigen das so, dass wenn man abnehmen will, dass das Joggen fast schon muss. Dass man so die Vorstellung hat, dass wenn man abnehmen will, dann muss man ja joggen gehen. Man muss diese Sportskanone sein. Aber das ist kompletter Quatsch. Wir haben Teilnehmer bei unserem Coaching, die haben 30, 40 Kilo abgenommen, ohne Sport zu machen. Was ich gerade mache, diese Bewegung, diese Schritte, die verbrennen teilweise mehr Kalorien, als würde ich jetzt irgendwie eine Stunde joggen gehen, wenn ich mich genug bewege. So, das ist der große Unterschied dabei. Also, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Wenn du beispielsweise eine Stunde joggen gehst, dann verbrennst du je nach Körpergewicht, zum Beispiel als Frau, die 70 Kilo wiegt, verbrennst du vielleicht 350 Kalorien. Das ist nichts. Du musst, um 1 Kilogramm reines Fett zu verbrennen, musst du 7000 Kalorien in einem Kaloriendefizit sein. Das heißt, du kannst jetzt mal ausrechnen, du müsstest ungefähr so 20 Tage lang jeden Tag eine Stunde joggen gehen, um nur 1 Kilo damit abzunehmen. Das ist komplett Schwachsinn und es macht überhaupt keinen Sinn. Und warum macht Joggen jetzt überhaupt eigentlich dick? Es kann dich dick machen, wenn du davon ausgehst, dass wenn du einen flachen Bauch bekommen willst, dass du diese Sportskanone sein musst. Dann probierst du es aus mit dem Joggen. Du machst es vielleicht. Vielleicht machst du es nicht 20 Tage, sondern vielleicht mal 3 Tage hintereinander. Und du gehst eine Stunde joggen, was für den Anfang übertrieben anstrengend ist. Oder machst vielleicht was anderes, auch Fahrradfahren, wo du vielleicht gar keine Lust drauf hast. Und das demotiviert dich so, weil du denkst, hey, das ist sau anstrengend, das kostet mich Energie, Nerven, das kostet mich extreme Überwindung und wirklich Erfolge sehe ich dadurch eigentlich nicht. Und dann bist du demotiviert und frustriert und gibst nachher auf. Und das gleiche gilt irgendwie fürs Fitnessstudio. Wenn du mit der Erwartung ins Fitnessstudio gehst, dass du abnehmen willst und nach jedem Training, du gehst wirklich eine Stunde irgendwie auf das Laufband, du machst dort deine Schritte, du machst andere Übungen, du gehst auf diesen Crosstrainer und erwartest, dass du dadurch Fett verbrennst, dann kannst du dich ja, extrem wundern, weil es wird kaum was bringen. Es wird nichts bringen. Du kannst 4-mal, 5-mal die Woche gehen und du wirst keine sichtbaren Erfolge sehen und das würde dich demotivieren. Und dann denkst du dir irgendwann, hey, das mit dem Thema Abnehmen ist eigentlich nichts für mich. Die bessere Variante wäre, und das machen wir mit allen unseren Teilnehmerinnen, für die das am besten passt, denn wir haben natürlich auch einige, die Sport machen, empfehlen wir auch immer, das macht auch ein bisschen Sinn, das zu machen, aber es ist nicht notwendig. Die beste Variante ist wirklich, sich hauptsächlich um die Ernährung zu kümmern. Dass die Ernährung passt, dass die Ernährung alltagstauglich ist, mit den richtigen Nährstoffen, den richtigen Kalorien und so weiter. Dann wirst du sichtbar in einer Woche locker 1 Kilo Fett verbrennen, du wirst die sichtbaren Ergebnisse sehen, was den Bauch angeht, und das würde dich motivieren, dass du einfach weitermachst, weil du gar nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie Diät machst, du hast gar nicht das Gefühl, dass du irgendwie verzichtest und es ist auch nicht anstrengend für dich. Und das Ganze gilt für jede Art von Sport, für jede Art von Bewegung, auch wenn jemand sagt, hey, mach mal 10.000 Schritte, um abzunehmen. Das ist irgendeine Faustregel, die sich irgendwann mal ausgedacht hat, damit die Leute sich überhaupt mal ein bisschen bewegen, aber das ist nicht individuell. Du kannst dir merken, alle allgemeinen Infos, die du irgendwo hörst, im Internet, irgendwelchen Zeitschriften, wo allgemein jemand sagt, hey, wenn du abnehmen willst, musst du allgemein das machen. Das funktioniert nicht. Das ist sehr, sehr individuell. Wenn ein Video von Pamela Reif 100.000 Aufrufe hat, dann sind das 100.000 Menschen, die dieses Video sehen. Und Pamela Reif hat die Aufgabe, möglichst allgemein zu halten, damit jeder von diesen 100.000 sich ungefähr so ein bisschen angesprochen fühlt. Dass aber einer von den Zuschauern 120 Kilo wiegt und vielleicht noch nie Sport gemacht hat und einer vielleicht 60 Kilo wiegt und eh schon 5-mal die Woche Sport macht und nur so das letzte Fett loswerden will, das beachtet da keiner. Das ist sehr, sehr individuell. Und deswegen scheitern 90% der Leute irgendwie beim Abnehmen, weil die versuchen, irgendwie einer allgemeinen Lösung zu folgen, die für jeden so ein bisschen gilt und somit für keinen wirklich. Wenn du ein Konzept hast, was für dich individuell funktioniert, dann kannst du abnehmen, ohne Sport zu machen oder mit relativ wenig, ohne zu hungern, ohne großartig verzichten zu müssen und ohne jemals das Gefühl zu haben, dass du irgendwie eine Diät machst. Es ist eine Umstellung, die sich gut anfühlt, wo du am Ende des Tages da sitzt und siehst, hey, es fiel mir eigentlich relativ leicht, ich kann immer noch mit meiner Familie zusammen essen, ich kann immer noch ins Restaurant gehen, du stellst dich morgen früh auf die Waage und wiegst 1 Kilo mehr, du schaust in den Spiegel, merkst, hey, das Bauchfett wird weniger, du probierst die Hose an von früher, die Lieblingshose, und die passt auf einmal wieder. Das ist die Realität. So sollte es sein, wenn du abnimmst. Und wenn es nicht so bei dir ist, dann machst du was falsch. Ich kann das natürlich verstehen, weil es gibt so viele Informationen. Das musst du alles nicht alleine machen. Da können wir dir bei helfen. Deswegen haben wir das Coaching ins Leben gerufen. Wir haben jetzt hier Coaching allein in den letzten 3 Jahren da über 500 Frauen bereits geholfen abzunehmen. Und das kriegen wir mit dir auf jeden Fall auch hin. Und deswegen mach gerne jetzt mal ein kostenloses Erstgespräch. Da schauen wir mal kostenlos, wo du stehst.
was dein Ziel ist und wie wir dir vielleicht auch mit dem Coaching helfen können, auch deinen Traumkörper zu erreichen. Klick jetzt unter diesem Video auf den Link www.henrizell.com. Mach gerne einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir hören uns da. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.